Hallo und willkommen zurück bei The Riftbreaker. Ja, wir müssen Kobalt finden. Und ich würde sagen, wir gehen mal in die Richtung, um ein bisschen Kobalt abzubauen. Okay, vielleicht gehen wir noch mal kurz hier rüber, weil hier scheinen wir schon leer gelaufen zu sein. Kann ich mir eigentlich noch gar nicht vorstellen, dass wir schon leer gelaufen sind. Okay, einer ist leer gelaufen. Ich mache auch hier mal Teleporter hin. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Vor allem wenn wir Kobalt haben, dann kann ich auch mal hier schön upgraden alles, ne? Radar kostet keins. Dann machen wir in jede Ecke mal ein Radar hin. Kostet ja nichts, ne? Nur tonnenweise Strom. Aber Strom wird überbewertet. So, aber die Minen finde ich interessant. 10 Aufladungen. New blueprints are available for crafting. Da ist ein Fragezeichen. Ja, jetzt will ich aber mal wissen, was das Fragezeichen da ist, ne? Gut, wenn ich einen Flammenwerfer habe, ne, läuft. Da brauche ich die Säge gar nicht. Gehen wir gerade raus. Nee, können ruhig wieder den einen reingehen. Ich kam hier auch nicht rum, ne? Ah, doch, hier oben. Hier oben komme ich rum. Storage is full. Build more storage facilities. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Guck mal hier. It looks like the weather's calming down. Wind is getting slower. Alter, was sind denn das hier für starke Angriffsarmeen? Oh shit, die laufen weiter. Das ist aber nicht gut, wenn die weiterlaufen. The wind is very slow today. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Das ist auch hart, ne, dass die so krasse Gegner hier schon sind. Alter, guck dir das an! Base is under attack. There is a breach in our walls. Tower destroyed. Carbonium storage is full. We should construct more storage buildings. A building has been destroyed. Unglaublich. Boah, was sind das hier für krasse Armeen? Huch! Die kann ich nicht im Nahkampf killen. Das ist halt ein riesen Nachteil. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Hör auf, R zu drücken. Base is under attack. Tower destroyed. Wind speed projection is returning back to statistically normal values. Wind turbines are back at nominal power levels. One of our buildings has been destroyed. An energy connector has been destroyed. Bin dran.
Base is under attack. Boah. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Zum Glück geht das Reparieren relativ zügig, ne? Aber das waren unerwartet starke Gegner. So, jetzt kann ich den aber ohne Probleme nehmen. Die Welle ist ja tot, ne? Das heißt, ich muss die Verteidigung auf jeden Fall stark erweitern. Ich brauche unbedingt Artillerie. Ah, hier, Kobalt. Ashley, now that you've got practice with using the Geoscanner, you can use it to search for hidden resource deposits, geothermal vents, or any other underground anomalies. It looks like it's going to be very useful. We could at least scan the area around our base with it. Who knows what's hiding under our feet? Das Problem ist, jetzt habe ich keine Koboldmine. Es war irgendwo hier. We should definitely check the area around our base with it. We now have enough cobalt to construct the orbital scanner. Also, be mindful of this building's energy consumption. We should probably build some additional power plants and improve our energy storage capacity before connecting it to the power grid. Ich glaube, hier auf diesem Bereich ist nichts, sondern darunter eher. Wir gehen erstmal zurück. Ja, ja. Genau im Weg. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Von rechts. Headquarters upgrade in progress. This will attract a lot of attention. We have some time before the attack. Let's strengthen our defenses. Ja, ich baue jetzt erstmal das Ding wegen dem Kobold. Orbital scanner construction is in progress. But before we start jumping off to different parts of the planet, we should build the necessary local research facilities. The communications hub can only help us with downloading already developed technologies back from Earth. Still, one of the main reasons why we came here is to conduct research and to learn about the environment that we encounter here. We can research new technologies based on samples of alien life forms or any new substances that we encounter if we construct the Alien Research Laboratory building. The Alien Research Laboratory is a complex structure and requires multiple schematics in order to be built. Download the necessary technologies using the communications hub. Tu jetzt erstmal upgraden, ja? Solange ich noch Kobalt habe. Hier sind wir eigentlich sehr gut geschützt, ne, von dieser Felswand. Da kommt halt nichts drüber. Die haben ja zum Glück keine Fliegenden. Aber einmal so rundum so eine Feuerfalle finde ich eigentlich ziemlich geil. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. My sensors are picking up multiple groups of hostile creatures approaching our base. Okay, we're ready for them. Not any more of these buildings. Was? Oh, die haben eine Baubegrenzung. Was soll denn das? Ja gut, das wäre auch OP, sonst würdest du die ganze Karte damit zudecken, ne?
Ist das eigentlich mittlerweile geupgradet? Ja, dann müsste ich doch jetzt hier mehr bauen können. Oder nicht? Jetzt mal gucken, ich habe hier noch den Granaten. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem und dem? Der macht auf jeden Fall mehr Schaden. Weißt du was? Komm, ich baue den mal. Crafting completed. Ja, das Blitzgewehr lege ich mal ab, weil es bringt gerade nichts. Tun wir den mal rein. So, gucken wir mal. Was habe ich denn noch? Ich habe hier noch die Raketenwerfer. Ich nehme auch meinen Granatenwerfer mit. Ja, so einen schönen Granatenwerfer. Okay, das ist wie ein Raketenwerfer. Ach du Jemine. Planetary geomapping procedure in progress. Searching for traces of uranium, palladium and titanium. This process may take some time. Base is under attack. Der widersteht nämlich einfach meinen Dingern. One of our buildings has been destroyed. Ich muss da runter. A tower has been destroyed. One of our energy connectors has been destroyed. A new technology has been developed. One of our walls has been destroyed. Base is under attack. Ich glaube, ich brauche den Hammer. Shit, ich brauche den Hammer. Mann, hör auf, R zu drücken. Was soll denn das, Kack? Threat neutralized. This will buy some time until the next attack. Let's check what's new after the HQ upgrade. The improved headquarters building can support more communication hubs. If we want to download new technologies faster, then we should construct as many of them as possible. Okay, wenn man jetzt mal guckt. So. Flammenwerfer zusammen mit dem hier. Der Granatwerfer zusammen mit dem hier. Bin ich okay. Jetzt werde ich... Ich brauche noch eine Nahkampfwaffe. Ja, Hammer ist so Standard, ne? Den halt nehme ich sonst immer. Komm, wir nehmen mal die Energiefäuste. Und dann hoffe ich, dass ich mit denen auch die Dinger platt angreifen kann, ne? So, ich könnte Vorstürm Feuer. Ich will jetzt keinen Kobold verschwenden. Den Radar nehmen wir auf jeden Fall mit. So, Radar tue ich auf die 2. Abbaugerät tue ich mal auf die 8. Was bringt denn die Leuchtfackel?
Das ist der Held einfach nur, oder was? Ja, Granate kommt auch nochmal mit rein. Was soll der Geiz, ne? Hier eine reflektierende Panzerung bauen wir mal. Ich überlege, ob ich die normale Panzerschicht auch gerade bauen soll. Kann ich nicht, okay. Ja, die Angriffe, die sind schon echt heftig. Warum habe ich keinen Strom? Ich glaube, ich muss mal bei der Forschung ein bisschen was umändern hier. Research completed. Habe ich denn schon fortschrittliche Stromproduktion? Säurespuckerturm. Ein Mech-Entdeckerwerkzeug. Temperatur. Tarnmaschinen, Energiesensoren. Ja, nehmen wir alles rein. Habe ich aber noch nicht. Das heißt, ich muss auf mehr Strom gehen. Was frisst denn bei mir hier gerade so viel? Hier, pflanzliche Biomasse. Können wir auf jeden Fall auch reingehen. So, machen wir zwei pflanzliche Biomasse. Und dann machen wir noch tierische Biomasse. Zwei Stück. Oder ein. A new technology has been developed. Und dann gehen wir auf Geothermal. New buildings are available for construction. So, ich werde einen von diesen Dingern hier hinsetzen. Und dann ist der Plan, links rüber zu gehen. Wo ist denn hier der Weg raus? Habe ich hier keinen nach links? Jetzt schon. Und jetzt habe ich hier auch so ein paar schöne Turrets. Aber jetzt will ich erstmal gucken, wie weit der denn verbunden ist. Alter, das Ding braucht ja ewig. Ne, Ziel ist es ja, hier zum Geothermalkraftwerk zu kommen. It's getting cloudy. It looks like it's going to rain. Das ist nicht gut. This rain is harmless to our base, but it decreases solar panel efficiency until it stops. Okay, der hat dann in beiden Händen einen. Oh, habe ich die falsche Waffe rausgenommen? Kleines Maschinengewehr. Es brennt alles nieder. So muss das sein. Natur muss weichen. Ja, wie weit geht denn der jetzt? Das sehe ich leider nicht, ne? Ich baue ihn einfach mal hier hin, mal gucken, was passiert. So, erstmal hier so ein schönes Geothermalkraftwerk. Und dann bauen wir hier direkt einen daneben. Eine Minute. Der würde normalerweise 2 Minuten brauchen zum Bauen. It looks like some of these creatures' attacks are originating from a common point near our base. Interesting. We should go and investigate that area. Machen wir, sobald ich hier, ne?
So, der produziert 200. Was produzieren wir jetzt denn hier drüben? 643. Solange der Wind da ist. Komm, mach hin jetzt. Aber was ich hier noch bauen kann, ist auf jeden Fall Teleporter. Technology has been developed. New buildings are available for construction. So, ich glaube, der ist jetzt mit der Basis verbunden. Ich mach die hier immer noch mal weg. Gut. So, was ist sein Problem hier? Okay, die sind alle down. Dann machen wir die auch alle weg. Seit wann macht das Radar eigentlich einen Sound? Das weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall noch Kobalt, das ist gut. Sollten wir es so machen? Kann er. Na, eigentlich nicht, ne? Ich habe überlegt, ob wir es so machen sollen, dass sie sich noch gegenseitig reparieren können. Das wäre jetzt eine Koboldverschwendung, das kann ich dann immer noch machen. Nein, ich habe kein Kobold mehr für den letzten. So, Flammenwerfer, 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 Flammenwerfer. Ich werde auf jeden Fall mehr brauchen. Du hast eh keinen Strom, warum tust du das? Na, gute Frage. Strom wird überbewertet. Im Prinzip kann ich aber vor jedem von denen hier einsetzen. Jetzt kommt noch der Raketenwerfer. Wie? Carbon, mach mal hin hier. Was soll denn das? Raketenwerfer ist auch wieder gut gegen diese Steindinger, die kommen, ne? Gut, ich habe ein Carbon-Problem, weil ich eh kein Dings habe, ne? Guck mal, die sammeln schnell Carbon. Damit ich auch in Ruhe weiterbauen kann. Kommt direkt der Säurespuckerturm.
schon immer gesagt, Strom wird einfach überbewertet. Ich hätte das hier genauso machen sollen. It looks like an earthquake is coming. Okay. So, jetzt gehen wir erstmal wieder auf Strom. Das heißt, it's an earthquake. It's going to seriously damage all buildings near its epicenter. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Ja, ich bin ja dran, dass ihr jetzt Strom bekommt. Lass mich doch erstmal hier. Ironium! Alter, hier ist sogar Ironium schon teilweise gedingst. Einer, okay. Es ist einer. Wenn hier Ironium anfängt zu depleten, nicht so geil. The earthquake is at an end. Seismic activity is decreasing. Ach, guck mal, das ist so nah an der Basis. Ich glaube, den können wir auch so dingsen. Wenn wir jetzt schon dabei sind. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Wollen wir direkt das neue Geothermalenergie noch dazu? Wie lange dauert das denn, bis diese Dinger wieder da sind? Oder muss ich die in der Basis abholen? Kann sein. Ironium! Ich kann da gar nicht runtergehen. Ist alles so verwinkelt. Ja, sonst gehen wir erstmal zurück. Ich will ja das Ding eigentlich jetzt wegholen. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Like a nest of some sort. We should clear it out and reduce the strength of hostile attacks. Bin dran. There is a lot of them inside. This might be difficult. Waren da nicht zwei? We should stop them from gathering in this area and improve our chances of survival. Every bit helps. Ich muss da noch mal runtergehen. Ich will dieses Fragezeichen auch jetzt mal weg haben. Shit. Zumindest habe ich gerade wieder Plusstrom. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Ich finde den Granatenwerfer immer irgendwie etwas schwierig, weil ich konzentriere mich immer mehr auf mein Gehen anstatt auf mein Schießen, ne? Wohin ich schieße.
So, hier wäre aber das nächste Geothermalkraftwerk. Und hier setzen wir aber auch einen von denen daneben. Ich würde sagen, wir porten mal zurück. A new technology has been developed. New okay, ich muss langsam nach Eronium gucken. Ein Säurespeier. Wäre auch irgendwie mal interessant. Habe ich auch noch nie in Action gesehen. Das ist ja auch einer der neuen Türme. Okay, ich glaube, ich muss erstmal Ironium da unten mir sichern. Hier. Technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Wobei eigentlich praktisch, aber dann kann ich hier noch einen draufsetzen. Ich muss halt jetzt noch sehr viel Strom hier produzieren. Creatures is heading towards our base. Prepare for an incoming attack. Boah, shit. New technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Schon sagen, die greifen schon an. Oh mein Gott. Geht doch in die Hose. Da müssen wir auf jeden Fall helfen. Das geht doch sonst in die Hose. An enemy swarm is approaching our base. Brace for combat. Wo sind denn die MK2-Turrets? Ach, hier. Ach, die brauchen Kobold.
die alle hier hoch oder was? Ich muss sie mal ein bisschen weglocken. Sind die alle hier hochgekommen oder was? Zumindest ein bisschen Kobold gebracht. Aber da kann man schon mal hier so ein Verteidigung oder so ein Reparaturturm hier brennen. Hat er sich verdient. Wenn der mir Kobold bringt. Wie viel Kobold? Oh, ich hätte genug, um noch einen zu bauen. Das ist natürlich ziemlich nice. Weil dann kann ich den letzten, den ich hier brauche, auch noch bauen. Der mir hier noch fehlt. So. Ironium ist wieder leer, aber das war es erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!